in een zaal. Wie groot is egal, mijn lied zoent een lied met niveau. Een kleines duet, een beetje ballet. En glauben ze meer, het wordt een show. Een lied voor die vrouwen, een zauber en een clown. Een man met een dresseert een flow. Maar neem maar een quiz, een outlandische mis. En glauben ze meer, het wordt een show. Maar neem een einfache schnulze. Maar neem die vrouw met een baard. Een sketch met Meijer, Müller en Schulze. Het wordt unterhaltung nach Fernsehart. Spielt zu Haus mal ein Jeck und die Sorgen sind weg. Sing ein Lied in Fabrik und Büro. Auf die Straße zu gehen und die Leute zu sehen. Das macht so viel Spaß, das gibt eine Show. Ja, glauben Sie mir, das gibt eine Show. Danke. Ich hoffe, dass Sie zu Hause in einer herrlichen Stimmung sind, meine Damen und Herren. Sicher die Bundesbahnbeamten, die haben ihre 6% gekriegt, nicht? Doch toll, habe ich gerade in der Tagesschau gesehen. Nach der Sendung kriege ich auch etwas. Nach der Sendung kriege ich immer meine 1,5 Promille. Kriege ich immer. Und, eine herrliche Stimmung. Wir haben uns was einfallen lassen für heute Abend. Aber Sie müssen wissen, dass das nicht einfach ist. Ich schreibe so eine Show selbst. Und das ist nicht so einfach. Nee, all die Lieder, all die Gags, all die Witze, das ist ziemlich viel Arbeit. Ich möchte Ihnen das mal zeigen, denn ich verwende nicht alles, was ich so in meine Show bringe. Ich schmeiß viel weg. Darf ich mein Papierkorb mal eben haben? Ja? Hier. Das ist von gestern Abend. Das habe ich gestern Abend weggeschmissen, meine Damen und Herren. Gestern Abend, hier. Alles Witze und Lieder, die ich nicht verwende. Witze, die ich nicht gut finde. Ja, ich schmeiß sie weg, aber eigentlich ein bisschen dumm, nicht? Ja, es sind schlechte Witze zwar, aber vielleicht mache ich hier in Deutschland noch mal eine Silvestersendung. Oh. Ja. 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 Was habe ich hier zum Beispiel weggeschmissen? Hier, eben gucken. Oh ja, ja, ja. Da gehen 2000 Füßler vorbei. Hand in Hand, 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 Hand in Hand. Sie lachen erom, ja? Ja. Für die nächste Show, hä? Huh? Ja, für die nächste Show, ja. Yeah. Was habe ich noch mehr? Oh ja, diese Witz weiß ich schon, ja, das kann man nicht machen im Fernsehen. Nein, da kommen so viele Zuschriften, das können wir nicht machen. Das, dann wird sie mal even lezen. Ja, die is hier, kan, hier geht. Hier lezen wir even iets. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, das habe ich auch gemacht, habe ich auch reingeschmissen. Ja, das habe ich auch gemacht. Und das Ding hier zum Beispiel, hier. Das habe ich, das sage ich beim Klempner. 2,85 €, de Preis steht noch drauf. Habe ich auch weggeschmissen. Dat vond ik zo'n hübsches Ding. Was man da alles mit machen kann, mit zo'n Ding. Ja. Dacht ik, Apollo 8. Hè? Kann man damit machen. Und zo'n Negersänger, Old Man River. Hè? Oder München 72, Olympisches Feuer. Ah. Ja. Oder Seeräuberkapitän, kann man auch mal mitmachen, so, nicht? So ein Seeräuberkapitän, da kann man auch mal. Was die Lachen drin kommt. Ich bin froh, dass ich es weggeschmissen habe. Nein, das ist nicht gut. Was ich nicht weggeschmissen habe, meine Damen und Herren, ist das Thema unserer heutigen Sendung. Und das ist eine Straße. Und wenn man hört Show und Straße, dann ist es meistens Kurfürstendamm oder Champs-Élysées oder Königsallee. Aber wir möchten heute Abend eine ganz normale Straße zeigen. Eine Straße, wo Sie wohnen, wo ich wohne. Und das ist eine ganz normale Straße. Und morgens um 6 möchte ich Ihnen mal zeigen, wie die Straße zum Leben erwacht. Und da ist noch nichts los. Und da kommt die Zeitungsausstreckerin. Guten Morgen. Dankeschön. Und dann kommt der Milchmann. Der Milchmann kommt dann. Guten Morgen. Für ihn ist es 25. Januar, aber das ändert er schnell. Es ist gleich 1. Februar. Und dann geht der Straßenbahnschaffner zur Arbeit. Und er stellt gleich den Mülleimer raus. Und dann kommt meistens um diese Zeit der Lumpenhändler.
En dan koopt de hendel in Alte IJzenwaar. De schrothendler komt dan. En dan gaat Herr Krause zur Arbeit. En Herr Krause is Beamter. Dan zijn die Arbeitszeiten voor Beamten heutzutage zo kurz, dat wenn een Beamter zur Arbeit geht, er zichzelf schon wieder begegnet auf dem Weg nach Hause. Und der Briefträger hat einen neuen Bezirk wegen Neubauten und sein Weg, den er zurückzulegen hat, wird neu vermessen. Da ist ein Kilometerzähler drauf. Und dann kommt der Straßenkehrer. Die telefonistin zur Arbeit und da erscheint auch schon der Brötchenjunge. Die Sonne scheint hier fast nie. Eine Straße wie die ist eben einfach mies. Doch mit etwas Fantasie lebt man hier genau wie im Paradies. Wenn einer kein Geld mehr hat, dann pumpen wir ihm, was er braucht. Wir haben gute Nachbarschaft. Und den Gerichtsvollzieher schmeißen wir zusammen raus. Wirklich mit vereinter Kraft. Wird einer uns hier zu laut, kommt einer uns hier zu dumm. Wenn jemand irgendwie die Stimmung hier versaut, dann sagen wir gleich, Mensch, zieh um. Es gibt doch Straßen auf der Welt, die wirklich schöner sind. Zum Beispiel Kudamm und Broadway. Doch gibt es hier jeden Tag Theater viel, viel mehr als auf der Champs-Élysées. Die Straße ist wunderschön, wir gehen hier nie mehr raus. Was sollen wir mit einer Villa in der Parkallee? Wir fühlen uns hier doch zu Haus. Wenn einer kein Geld mehr hat, dann pumpen wir ihm, was wir braucht. Wir haben gute Nachbarschaft. Und den Gerichtsvollzieher schmeißen wir zusammen raus. Wirklich mit vereinter Kraft. Die Straße ist wunderschön. Wir gehen hier nie mehr raus. Was sollen wir mit einer Villa in der Parkallee? Wir fühlen uns hier. Vind ik zo heilig, deze Straßenhändler. Es gibt nog ganz wenig. En wie die schreien, deze konden man nog mitkriegen, was ze zo sagt. Aber ik ken einen, als meine Jugendzeit, die rief zo. Am Hafen, hinter Hahn! Das heißt, am Hafen gibt es frische Stint. Und in onze Straße komt nog een ganz besondere Sache, nämlich von Haus zu Haus gehende Friseur. Dat is etwas ganz besonders einmalig in Deutschland. Ah, da kommt er schon. Henrys fahrender Frisiersalon. Hallo, Henry. Na,
Guten Tag, Frau Müller. Wie geht's denn? Danke, gut. Sagen Sie mal, Henry, wie lange dauert das Waschen und Legen? Na ja, also eine kleine Stunde. Wenn Sie in einer Stunde wiederkommen, ist alles fertig. Eine Stunde? Eine Stunde. Ist gut. Ja. Dankeschön. Bis nachher, Henry. Ja, ist gut. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte, wie lange dauert es, bis ich dran bin? Na ja, eine halbe Stunde müssen Sie noch warten. Ich muss erst mal die beiden Herren... Nein, 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 das tut mir leid, das dauert mir zu lange. So, dann gehen Sie doch unter die automatische Haarschneiderhaube. Automatisch? Ja, bitte sehr. Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das ist ganz neu. Ja? Das habe ich erfunden. 10 Jahre lang habe ich dran gearbeitet. Ach. Bitte, versuchen Sie mal. Ja. Lass mal Platz. Gerne. Dazu kommt noch, dass der Arbeitslohn entfällt. Da sparen Sie jedes Mal 2 Mark. Donnerwetter. Ja. Das mal ja. So ganz langsam. So. Ja. So, und wie hätten Sie es denn gerne? Lang oder kurz? Nein, nein, nur die Spitzen. Nur die Spitzen. Nur die Spitzen. Ja. So, warte. Darf ich Ihnen hier eine... Ja, sehr nett. ...etwas zu lesen? Ja, vielen Dank. Eine Kurzweil, ne? Ja, ja, danke schön, danke schön. Na, dann viel Vergnügen. Danke sehr. So, der Nächste, bitte. Bitte schön, mein Herr, nehmen Sie Platz. Was soll's denn sein? Haarschneiden? Nur kämmen. Was? Kämmen? Der Scheitel so in der Mitte? Nein. Nein? Na nu. Machen wir es nochmal. So. Augen zu, bitte. Eine Mark 50. Ach, den Mann habe ich ja ganz vergessen. Wo gehen Sie denn hin? Mensch, ich bin verrückt. Wie sehe ich denn aus? Das ist ja ein Skandal. Wo ist denn der Friseur? Wo ist der Friseur? Solch eine Frechheit! Pflegelei! Was bildet er sich denn ein? Das hat mir nicht gefallen. Haben Sie den Friseur gesehen? Nein. Das kann ich Ihnen aber sagen. Den werde ich finden. Monsieur Neich? Eis! Ik vind het tol zo'n motorrad, wat? Mocht ik jou maar hebben, zo iets, dat vind ik werkelijk wunderschön. Het is toch tol dat met zo'n race en alles. Oh, hè. Hey, Ola. Hallo, Rudy. Wie gaat het hier? Goed. Goed? Ja? Ja. We kennen ons schon zo lang, hè? Ja, toch. Toen waren we nog ganz kleine kinderen. Want daar hadden we ons schon een beetje lief, weißt du nog? Ja. YouTube is jetzt bedaar zo mee. Want ik ben im Showgeschäft. Ja. We zien ons niet. Een Kriegsruf? Wat? Een Kriegsruf? Nee, dank, Ola. Ik lees ganz andere Sachen. Ja. Weißt du, Rudi, heute Abend haben wir von der Heilsarmee eine Versammlung und da gibt es einen tollen Film über die Mission in Afrika. Gehst du mit? Es gibt hier im Kino einen tollen Film mit Brigitte Bardot. Wollen wir da hingehen? Ja? Darf ich dann mein Sammelbüchse mitnehmen und da sammeln? Du änderst dich auch nie, hä? Und du auch nie, ja. Ja, wir sind immer verschieden wie Tag und Nacht.
Kinder, die spielen und Babys, die lachen, Blumen und Tiere und mehr solche Sachen. Herrlich spazieren im Park und im Zoo. Schreien und pfeifen, Gabru beim K.O. Das sind die Dinge, die liebe ich so. Helfen bei Alten, bei Armen und Kranken, denken ans Gute und hoffen und danken. Ein schöner Psalm, ein Choral mit Niveau, das sind die Dinge, die liebe ich so. Warum wollen wir nicht ausgehen? Ja, nur du. Ik geef me eigenlijk deze namen af tuur. Dat kan ik dagenlang lezen. Want tuur van tuur tot tuur gaan ontlezen wie die leute heizen. Vind ik heerlijk. Hier in Bremen gibt zum Beispiel een Dr. Bloed. Gibt es hier. Dr. Bloed. Vind ik een heerlijke naam. Oder gegenüber vom Friedhof. Da gibt es Hans, een bloemengeschäft. Hans Tod und Söhne gibt es daar. En een vriend van mij. Der hieß Heinz Blöd. Heinz Blöd. Maar jetzt hat hij genehmigung gekriegt, zijn naam zu ändern. Hij is jetzt Karel Blöd. Dat is het. En. Karel, komen ze toch bitte niet aan mijn antennendraad. Ik heb dan immer Bildstörungen. Oh, entschuldigen, waar heet dat? Entschuldigen. Darf ik maar vragen? Ze hebben hier twee briefslits hier. Er zit drauf brieven en daar drauf zit Werbung. Ja. Waarom? Met den Werbedrucksachen, dat is zo'n plage. Wenn man verreist is en man komt dan terug. Kriegt man die Tür nicht mehr auf vor lauter Papier. Aha. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt zwei Briefschlitze. Einen extra für Werbung. Und jetzt geben Sie mal acht. Werfen Sie mal was durch, was dann passiert. Haben Sie das gemacht? Ich weiß, ja. Fangen wir versuchen. So, rein. HSV gegen Werder, 1-1 was, hè? 1-1, ja. Abed, wie geht's goed? Oh, deze Gaststätte, meine Damen und Herren, is een ganz besondere Gaststätte. Ik meine, das Lokal is nichts Besonderes, aber die Bedienung is einmalig. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ah, die zijn erin, hè? Meine Show is erin. Hey, sehen Sie das? Waarom gucken Sie sich meine Show an? Ik warte auf die Lottozahl. En Sie, waarom schauen Sie sich meine Show an? Interessant, interessant.
Sehr interessant, der Mann, sehr interessant, ja, ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Psychiater. Wollen wir umschalten auf ZDF, mal gucken, was es da gibt? Ja, eben umschalten. Ja, das Ding ist auch noch kaputt. Ja, hier, das frische Kinderassessor, schnell auf. Oh, das ist bayerisch, ja. Noch ein Programm im deutschen Fernsehen, was schlimm zu verstehen ist. Oh, die ist auch schon, ja. Ah, ja. Oh, oh, Moment, ich weiß was. Moment. Ja. Schauen Sie mal, zum ersten Mal in der Geschichte vom deutschen Fernsehen, zwei Programme auf einmal. Zurück, zo. Even gucken of ik nog zitten kan irgendwo hier. Nog plaats. Oh, hier. Guten Tag, is dat gestattet? Als ik versteh mij niet. Vrij, ik. Boom, zitten. Ja? Ja. Dankeschön. Zit hier Ausländer in? Holland. Holland. Sie? Tschechoslowensko. Tschechoslowakei. Aha, Rudy. Helena. Rudy Garel. Helena Vondráčková. Angenehm. Ich weiß nicht. Ja. Hübsch, weiß nicht. So. Haben Sie Probleme mit der Speisekarte? Ja? Probleme? Ich hätte mir gebracht Polivku. Polivko? Polivku. Schuppen. Yam-yam. Ah, Schuppen, Yam-yam. Ah, Schuppen. Möchten Sie Schuppen? Ja, was gibt es? Schuppen. Gemüsesuppe. Gemüsesuppe. Nein. Keine Gemüsesuppe. Fischsuppe. Fisch. Flipper. Ochsenschwanzsuppe. Nein. Ochsen. Oh. Hühnersuppe. Ja. Hühnersuppe. Ja? Okay, Herr Ober. Kein Alkohol unter 16 Jahren. Nein, Herr Ober, bitte. Können Sie erst mal diesen Aschenbecher leer machen? Die ist zu voll. Herr Ober, wir möchten beiden etwas essen. Etwas Großes? Nein, etwas Kleines. Was soll das sein? Zwei Hühnersuppe. Zwei Hühnersuppe! Salz, bitte. Herr Ober, wo bleibt denn mein Kaffee? Kaffee? Also, bitte. Dankeschön. So. Kein Zucker, bitte. Kein Zucker? Kein Zucker, bitte. Milch? Ja, gerne. Alles rein? Ja, bitte. Bitte ein Eis vor 20 Pfennige ungefähr. Okay. Ein Eis für 20, bitte. 20, okay. Danke. Das macht 2 Mark. Mit Mehrwertsteuer und Budionen, das ist ungefähr so 2,50. 3 Mark. Stimmt's?
spät ist es? Es ist genau... Es ist genau 20 Uhr und 45 Minuten. Danke. Herr Ober, die Stecke ist schmutzig. Das machen wir schnell. Herr Ober! Das ist doch keine Suppe, das ist Geschirrspülwasser. Die Dame ist auch schon weggegangen, weil es so schlecht ist. Versuchen Sie es selbst mal. Ja. Kommen ganz unterernährt und dünn aus der Armee. Wenn wir noch an den Koch denken, tut uns der Magen weh. Sollte dafür büßen, wie für uns hat gekocht. Wir haben ihn heute Morgen in een Kühlschrank eingelocht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reserve hat Ruhm, Reserve hat Ruhm. Und das Soldatenleben ist tabu. Wir haben viel gelacht, es war ja wirklich toll. Da haben wir von Baras die Nase voll Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe. Ein ganz schlimmer Gefreiter hat uns 2 Jahre befohlen. Was der uns alles wünschte, kann man hier schlecht wiederholen. Wir haben uns verabschiedet, ganz höflich und ganz nett. Und haben dann einen Knallfrosch schnell versteckt in seinem Bett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reserve hat Ruhm, Reserve hat Ruhm. Und das Soldatenleben ist tabu. Wir haben viel gelacht, das war ja wirklich toll. Da haben wir vom Barras die Nase voll. Dann gab es auch einen Feldwebel, der schimpfte oft und laut. Der hat uns die 2 Jahre, ja, das Leben schön versaut. Wir gaben ihm zum Abschied eine große Flasche Schnaps. Doch nimmt mal einen kleinen Schluck, dann kriegt einen Kollaps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir hatten einen Oberst und der machte viel Radau. Wenn man nicht salutierte, gab es gleich eine Woche Bau. Wir haben einen Igel heute in sein Bett gelegt und haben noch alle Füße seines Bettes angesägt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reserve hat Ruhm, Reserve hat Ruhm. Und das Soldatenleben ist
straf doen. Wir haben vier Lachen, weil ihr wirklich toll. Da haben wir vom Ballast die Nase voll. Frau Kabel, Sie kommen so lachend aus dem Kino. War es so lustig? Oh, es war herrlich und ich lache ja so gern. Ja, ich auch. Ja, nee, es war sehr, fein. Sehr schön. Ja. Sie haben noch Pantoffel an, wie kommt das? Ach, Sie meinen die Pampuschen hier. Ja? Ich habe es doch so bequem. Ich wohne doch hier gleich nebenan. Kann ich auch immer so herrlich beobachten, wenn die Leute aus dem Kino kommen. Ne? Ja, ich weiß schon immer vorher, was los ist. Ob es lustig ist oder ob es ernst ist oder ob es Shit ist. Ich meine, ob es mal ein bisschen langweilig ist. Ne? Ich merke ich immer an den Leuten, wenn die rauskommen. Und ich finde ja immer, wenn die rauskommen, die gehen doch beinahe wie Filmschauspieler, die sie gerade gesehen haben. Ja, aber das habe ich auch. Wenn ich einen Film gesehen habe mit zum Beispiel Heinz Rühmann oder Burt Lancaster, dann komme ich aus dem Kino und dann fühle ich mich wieder Hauptdarsteller. Nee, das ist ja auch. Ja, auch. Ja, auch. Also ich fühle mich dann immer so wie die Pulver oder wie die Shell. Und ja, das habe ich auch. Ich glaube, jeder hat das. Können wir nicht mal ein paar, unsere Zuschauer, ein paar Leute zeigen, die aus dem Kino kommen, nach einem bestimmten Film? Ja, ja, wollen wir ein paar Leute zeigen? Ne? Ja? Gut, dann zeigen wir erst mal eine Frau, die hat 85 Mal Dr. Zhivago gesehen, und zwar in der ersten Reihe. Und wie kommt eine Frau aus einem ziemlich, sie kommt ein bisschen enttäuscht, aus einem ziemlich schlechten Krimi, sie ist sehr enttäuscht. Diese Krimi heißt Wer ermordete Virginia Morris? Wissen Sie, wer der Mörder ist? Nein. Der Butler. Oh, ein Geldjäger. Und wenn eine Frau einen Cowboy-Film gesehen hat, 2 Stunden lang. Wie kommt sie dann raus? Und wie kommt eine Frau aus einem Gruselfilm Dracula und seine Bräute? Wie kommen die Leute aus einem Lustspiel mit Rudi Carrell? Ich sag, wie kommen die Leute aus einem Lustspiel mit Rudi Carrell? Kommt niemand raus, ist niemand reingegangen. Ja. Jetzt, wie geht ein junger Mann in einen Sexfilm? Wie geht er rein? Junger Mann. Wie komt een vrouw uit met Schirm, Charme und Malone, met Emma Peel? Wie komt deze vrouw raus? Dem Aufklärungsfilm Das Wunder der Geburt. Also, diese Männer, also dieser Carrell, haben Sie das nur gesehen? Man soll es doch nicht für möglich halten. Naja, ich will ja nicht ratschen, nicht? Zu Hause, da mache ich den Mund schon mal auf. Doch nie in Gesellschaft, da achte ich drauf. Da rede ich immer nur so für mich. Denn tratschen, das tu ich nicht. Ich weiß, dass Frau Meier einen festen Freund hat. Und Schulz, dass der trinkt, aber heimlich privat.
Doch sowas behalte ich natürlich für mich, denn tratschen, das tu ich nicht. Was ich alles weiß, was hier um mich passiert, Geschichten sind das, das es eingeniert. Und die zu erzählen, oft juckt es mich, aber tratschen, das tu ich nicht. Zum Beispiel der Gassmann, der küsst die Frau Held. Frau Schmidt kriegt mehr Prügel als Hauswirtschaftsgeld. Doch sowas behalte ich natürlich für mich, denn tratschen, das tu ich nicht. Was wär, habe ich mir schon so oft gedacht, hätte ich das, was ich weiß, in die Zeitung gebracht. Doch wenn's um die Nachbarn geht, schweige ich, denn tratschen, das tu ich nicht. Ich weiß zwar, dass Bäcker die Steuer betrügt, und Frau Forst, wenn die sagt, die ist 30, die lügt. Doch sowas behalte ich natürlich für mich, denn tratschen, das tu ich nicht. Bin ich zu spät? Nein, steigen Sie ein. Ich meine dafür natürlich. Oh, ja. Na, okay. Darf ich das da reinschmeißen? Nein. Heute kein Sperrmüll. Natürlich ist da rein. Oh ja, das dürfen wir. Oh ja, ich wünsche Ihnen noch ein frohes neues Jahr. Sie sind entweder ein Monat zu spät oder 11 Monate zu früh. Aber gut, haben Sie doch was. Hier, bitte sehr. Hm? Stel mal voor dat wir das machen würden. Hm? Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Danke. Guck mal! Endlich wieder eine Hupe. Das ist ja toll. Die fehlte noch in meiner Sammlung. Eine Sammlung? Ja. Möchten Sie den mal sehen? Haben Sie eine Sammlung? Ja, die habe ich vorne im Wagen. Moment bitte. Ja, Moment, ja. Eine Sammlung? Ah, oh, das ist schön. Die ganz alte romantische Autohupen, Kochtopfdeckel, Kuhglocken, Feuerwehrsirene, Knallfrösche. Was machen Sie damit? Musik. Musik? Ja, ja. Wo haben Sie das alles her? Die habe ich gesammelt. Jahrelang. Als sämtliche Mülleimer. Ja? Ja. Und damit wollen Sie Musik machen? Ja, müssen Sie mal? Ja? Gut. Yeah. Ich bin ein Müllarbeiter, der noch ein netter Mann. Ich fass fast immer alles, nur Dreck fass ich nicht an. Du sollst mich nicht äppen, meine Wut kommt schneller raus. Sonst schmeiß ich alle Dreck zurück vor deinem Haus. Eine schöne Frau im Nachthemd, die jedermann gefällt. Die hatte früh am Morgen den Eimer rausgestellt. Ich griff sie kurz in den Popo und eins wie eine Maus versteckt sie sich im Eimer. Aber ich sagte, das ist ja schade, dich nimm ich mit nach Haus. Ja, ich bin ein Müllarbeiter, denn noch ein netter Mann. Ich passt das immer alles, nur Dreck was ich dich dann. Ja. Thank you.
In Schlachtereimer zei, en de hoest kan verder rond. Ik zag de gleich een Schlachter. Gib zes doch deine Hund! Der Fleischer sagte, lieber Mann, das hat doch keinen Sinn. Das sagst du mir doch viel zu spät. Der Hund, der riecht schon drin. Ja. Ich bin ein Meter, der noch ein Meter an. Ich fass nicht mehr alles, nur Dreck fass ich nicht an. Tja, man schimpft oft auf die Bietwelle. Doch ich üb die Kritik. Musik ist nicht im Eimer. Nein, im Eimer ist Musik. Hübsch, was? Sehr hübsch, sehr schön. Was meinen Sie zur Minimode? Ach, das ist sehr hübsch, wer das tragen kann. Hübsch. Ja? Und die Kirche im Allgemeinen, was meinen die dazu? Wir haben nichts dagegen, wir sind ja modern. Im ja. Gegenteil, wir sind dafür. Ja, sehr gut. So. Dankeschön. Bist du verrückt? Das kannst du doch nicht schreiben, hä? Bist du ein moderner Schriftsteller? Möchtest du ein moderner Schriftsteller werden? Das kannst du doch nicht schreiben, so im Fernsehen, hä? Das schreibt man doch nicht mit V, das schreibt man mit F. Hey, 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 Jungs, hey, hey, komm, 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 auseinander, komm, nein, nein, komm. Hey, komm so. Warum geht's? Hä? Kennst du meine Freundin? Nein, er hat meine Mutter Monika geklaut. Oh, hat er meine Mutter geklaut? Nein, dann gibst du doch zurück, komm, hä? Machst du doch selbst ein Musikinstrument, hä? Haben wir früher selbst gemacht auf der Straße. Hast du einen Kamm bei dir? Ja? Ja. Okay, na, dann habe ich ein Stück Butterbrotpapier. Das habe ich zufälligerweise bei mir. Okay. Und dann macht er wieder so. So spielt er wieder auf. Toll, was? Dann macht er wieder das. Was macht ihr eigentlich so abends auf der Straße? Ja? Oh, als ich so alt war wie hier. Was ich da alles gemacht habe auf der Straße. Es machte Spaß mit nur einem Portemonnaie an einem Band und mit einem Rohr blies ich eine Erbse nach jedem Passant. Es war die schönste Zeit, ja die schönste Zeit. Ich fragte auch, gibt's hier fürs Kaninchen noch Schalen und Brot? Ja, jeder Streich war toll, auf der Straße, da gab's kein Verbot.
Es war die schönste Zeit. Ja, die schönste Zeit. Zeit. Ja, die schönste Zeit. Oh, habe ich schon gedacht, wir sind zu früh. Hoi, Tau, het is in een paar minuten zo vroeg fertig. Hé, hey. Wat gaan we doen? Oh, mijn papierkorb. Moment maar. Vielleicht heb ik nog wat, wat ik weggeschmissen heb. Nee, dat had de koelie gemaakt vorige week. Nee, een koelie. Ah, ja. Jetzt is deze tijd van golden beeldscherm en bambies en golden camera's en golden schaalplatten. Ik mag af en toe maar een demoscopische omvraag. Van tuur tot tuur, wat zien ze am liefst in het fernsehen? Dat is even een tolles thema. Je kunt dat maar een omvraag maken. Of vang ik aan? Ik vang helemaal aan. Helemaal. Oh. Entschuldigen Sie, wen sehen Sie am liebsten im Fernsehen? Wie bitte? Lou van Boeren gibt's niet meer im Fernsehen. Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Guten Abend, meine Freunde nah und fern. Ich freue mich wieder hier zu stehen, ein wunderbares Wiedersehen. Ich lag fast zwei Jahre auf Eis. Ach, wissen Sie noch, wie ich heiß? Hallo, Freunde! Hallo! Hallo, Rudi! Hallo, Lou! Wo ich bin und was ich auch tu, er bleibt stets der Onkel Lou. Herzlich willkommen. Wunderbar bei dir zu sein, freut mich sehr. Eine große Überraschung. Ja? So, ja, für, als natürlich. Für beide. Kleine Treppe. Wir konnten dir nicht eine große Treppe anbieten mit viel Ballettmädchen. Und ich möchte eben mit dir. Das ist die schönste Treppe meines Lebens. Ja? Das ist fein. Und als Sessel kann ich nichts anderes anbieten als zwei Mühlheimer hier in der Straße. Oh, wunderbar. Ist das nicht schlecht? Ja, das ist schön. Da sitzen wir uns hier. Ich hier? So, ja, hier. Wenn du diesen nimmst. Bequem. Ja, nou, Louis, ik praat niet zo vragen wie is de keer. Ik heb zeer veel gelezen. Dat du, du machst veel. Du hast in Holland een Fernsehserie. Mm-hmm. Und du hast Filmen gemacht. Ja. Und du bist auch Schauspieler hier in Deutschland. Du bist in Schauspieler. Ja, ich habe hier Theater gespielt. Ja, ja. Wie heißt das Spiel, was du hier. Gott, bist du schön! Nein. Das ist der Anfang dieses Stückes. Weißt du. Das heißt Mädchen in der Suppe. Mädchen in der Suppe. Ja, da fängt an mit Gott bist du. Ich dachte schon, du hast mich gemeint. Oh nein. Und Lou, was machst du eigentlich anschließend? Was machst du in der Zukunft? Na, von hier gehe ich nach Hongkong. Hongkong. Ich mache dort eine Spielschau. Und mit Schießen und so, weißt du? Spielschau. Oh ja? Ja, wie immer in Hongkong. Ja, und sprichst du dann Chinesisch? Na ja, du weißt genau, wie ich. Man kann in Hongkong auch Englisch sprechen. Ne? Das ist Englisch, aber Chinesisch braucht man sowieso in der Schau. Ja, doch, ich habe es ein bisschen gelernt in den letzten Tagen. Ja? Hm. Zum Beispiel, mal sehen, was habe ich gelernt? Ping Pong Pang! Was heißt das? Kimmelkorn an! Ah. Und machst du in Deutschland noch etwas? Ja, anschließend dann ist die Saison vorbei in Hongkong und dann gehe ich nach Bayreuth. Da fängt die Saison in Bayreuth an. Da habe ich die Hauptrolle übernommen in den Fliegenden Holländer. Was hast
u dan nog, tijd voor deine kleine, niedelijke dochter? Ach, Jasmin. Oh God. Het is mijn grootste liefde, weißt du, mijn kleine Jasmin. God, is die schön. Ja. Weißt du, böse Zungen behaupten, dass sie mir ähnelt. Aber möchtest du auch noch mal einen Sohn haben nachher, Bruch? Ein Sohn? Ach, weißt du, diese Mühe für so ein ganz kleines Stückchen mehr. Also. Ja, ich meine, das kommt noch. Kann sich auch verlassen. Ja, ja, na, aber dann werde ich, wenn es ein Junge wird, dann werde ich natürlich nicht Jasmine nennen, so, das ist eine duftende Blume. Aber zum Beispiel Alexander, so wie der Sohn unserer Kronprinzessin. Alexander, oder dann später, wenn er ein bisschen älter ist, dann nenne ich ihn Ali Ben Lu. Weißt du? Ali Ben Lu, ja, Ali Sohn von Lu. Ali Ben Lu ist doch ein mohammedanischer Name. Doch, doch, der wird dann eine mohammedanische Erziehung bekommen. Warum? Ja, der wird eines Tages bestimmt im Fernsehen auftreten wollen, nicht? Genau wie sein Vater dann. Und dann ist er Mohammedaner, da kann er sich 5 Frauen leisten. Der wird ihn nie gefeuert. Wie fühlst du dich als Vater so? Das ist ein wunderbares Gefühl, weißt du. Vater, erste Mal. Man hat so das Gefühl, der erste Mann in der Weltgeschichte zu sein, der Vater geworden ist, weißt du. So, man fühlt sich so, wie soll ich sagen, biologisch wertvoll. Ja, biologisch wertvoll. Hast du das noch auch, wenn du so an Kinder denkst, dass du denkst, von, vielleicht werden die auch noch mal so stars wie wir? Also, dass die auch mal so, oder wie Heintje, Kinderstars? Dass die Heintje? Also, Gott, singt der schön! Nee, maar, möchtest du, dass dein Sohn ein Star wird dann wie Heintje zum Beispiel? Doch, ja. Ich muss sagen, ich finde Heintje unwahrscheinlich nett. Das ist ja nett, das ist ein Liebes. Das Einzige, was ich als Künstler dagegen habe, das ist, dass man spricht nur noch von Heintje. Neem alle Zeitschriften, Zeitungen, het is alles. Heintje, 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 Heintje. Schon? Funk, Schallplatte. Heintje, 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 Heintje. Ja, ja, ja. Alles is Heintje. Heinrich Heinestraat, hij is jetzt Heinrich Heintjestraat. Alles. Het gaat jetzt om Herr Schröder of Herr Heintjeman. Oh, alles is Heintje im Moment. Maar het is een netter jongen. Ja, ze lief. Hast du mit ihm gearbeitet? Doch, das ist wohl erzogen, weißt du. Ein bisschen kurz gehalten von seinem Vater, er bekommt nicht viel Geld. Ja, doch, ich habe mit ihm gearbeitet. Eines Tages waren wir, in irgendeiner Stadt, hatten wir einen Galaabend. Und da kam ich in die Garderobe gestürzt und sagte, Onkel Lou, bitte gib mir 25 Pfennig oder 30 Pfennig, weil ja 30 Pfennig. Gib mir 30 Pfennig, da steht vor der Tür des Theaters ein armer, alter Mann und der schreit so erbärmlich. Siehst du, da merkt man, dass so ein Kind ein gutes Herz hat. Das ist doch wunderbar. Ne? Ich habe ihm sofort 25, 30 Pfennig gegeben. Ich sage, was ruft denn dieser arme alte Mann? Dann sagt er, Schokoladeeis, Vanilleeis. Heintje. Du machst uns arbeitslos durch deine Lieder. Heintje, all deine Platten dreht man immer wieder. Und das Geschäft versauen. Versuche das Schloss doch zu bauen. Dein Stimmbruch nicht furchtbar schnell, ist es Schluss mit Van Burg und Karel. Heintje, du machst Millionen und du bist noch so klein. Heintje, ach, denk an uns, wir möchten so gern deine Manager sein. Unsere Chance, mich sehr gefreut, bei Ihnen zu sein, hier heute Abend in Bremen, in diesem wunderbaren Studio. Ich freue mich auch, dass Sie zu Hause alles zugeschaut haben. Ich möchte mich nicht verabschieden von Ihnen, bevor ich Dank gesagt habe an allen sichtbaren und unsichtbaren Mitarbeitern dieser Show. Bevor ich dann Lu, 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 Tüt, ho, ho, ist meine Show.
Ach ja, wat is dat? Ja, oké. Okay. Okay. Dat is Bert Umleitung. Heb ik bij me, want er komt gelijk een muzikalische parade hier door de Hauptstraße. Want die komen niet door onze Seitenstraße. Want ik mocht daar voor die nachtbaren en zo, want dat is zo een parade helemaal doorkomt. Ik wil eens maar verzoeken met een Bert Umleitung. Heilko, wat bist du? Pak dat Bert snel aan, kom. Ik ga eens verzoeken. En weet je wat, waarvan ik immer getroind heb als kleines kind om nog maar tambour major te winnen. Dat vond ik zo tol, die daarvoor de muziek wekken en zo. Hè? En dan smijzen ze die dus hoog, zo. Ja, die muziek komt voorbij. Ik geef vaak te exact met de pozaunen. Ja, die muziek komt voorbij. Ik ben zo vrouw, ik freu mich und staune. Ja, en das licht, dat is heut. Zo stralend wie mijn laune. En ik mag mit, en ik lache mit. Ik ben herrlich sorgenfrei. Hört wie die Flöte singt, wie die Trompete klingt. Schaut wie die Leute sind, jeder ein großes Kind. Denn die Musik kommt vorbei. Ja, die Musik. Ich bin so froh.